Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Dungeons. Mit dabei ist wie immer der Jens. Hallo Jens. Hallo Squad. Und ich, der Squad oder auch der Magnus. Wir spielen heute die Geheimmission. Ich habe sie leider noch nicht freigeschalten, aber Jens hat sie freigeschalten. Deswegen, Jens, stell mal bitte ein. Ich stell mal die Panda-Hochebene ein. Ach, Panda-Hochebene, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Genau, Teamkraft 107. Höchste Stufe, würde ich sagen, oder? Ja, höchste Stufe. Gut. Und dann auf höchsten Schwierigkeitsgrad das Ende aller Tage. Panda-Hochebene, da kommen wir jetzt Pandas vor. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, leben Pandas im Dschungel? Ob es Eukalyptus gibt. Eukalyptus. Fressen das aber nicht Koalas? Naja. Oder fressen Pandas auch? Gute Frage. Ja, klar. Ich dachte eigentlich immer bloß, das Ding ist Tatsache, ich glaub's nicht. Wir haben hier Pandas. Wir haben Pandas. Wir hatten Pandas. Na gut, dann erkunden wir mal das kleine Gegend. Achso, man kommt immer. Geheimnis 1, tun wir. Okay. Wow. Aber wirklich gleich Pandas, ich glaub's echt nicht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zumal man sie auch nicht woanders gesehen hat. Ich glaube, das ist überhaupt richtig. Weil da unten war noch eine Sackgasse gewesen, irgendwas. Hä? Na, hier unten, oder? Ja, gut. Nur was mal hier lang. Oh, eine Kiste. Mit. Was ist denn das? Ach, Katana, Stufe 108. Na. Wow. Cool, wenn den Apfel nicht haben willst, nehme ich den halt. Oh, eine Höhle. Oh, Höhle, Höhle. Ach du Scheiße. Das war jetzt erstmal kleiner Schock. Drück mal einen Knopf, okay? Und eine Peitsche. Eine Katana. Peitsche. Wahnsinn. Ich kann dich auspeitschen. Wahnsinn. Du warst ein böser Junge. Jetzt geht's los. Nee, nee. Du weißt, was die Leute sonst denken hier. Naja. Stehst du wahrscheinlich auf dem Mars oder so. Marsusado. Marsusado. Ja, ja. Nee, nee, lass mal. Kann ich mir das besser vorstellen? Hm. Das ist quasi jetzt das letzte Level gewesen bei dem DLC. Ja. Da müssen wir dann quasi auf das Eis-DLC warten. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Das Winterding warten, ja. Hm. Mal zwischendurch noch ein bisschen leveln. Mal gucken, was die höchste Stufe hier ist bei den Gegenständen. 112. Oh, echt? Hm. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir hinten lang. Da ist eine Sackgasse. Gehen wir vor, ich hab Angst. Ja, machen nur. Glückwunsch. Ja, bla bla. Eine Kleve. Oh, ich hab ganz schön viele Kisten. Wie viele Kisten haben wir denn insgesamt hier? 4 von 7 haben wir schon geöffnet. Ja, Geheimnis noch 0. Bombe. Ja. Ja, ich sage Bescheid. Nicht, dass sie sich dann aufregen. Oh. Ich glaube, du hast ein Geheimnis aktiviert, oder? Ja. Ach, dass du auch nie warten kannst. Nee. Ich muss mich zu dir hin teleportieren. Das habe ich zumindest gelernt von gestern. Sorry, dass ich ein bisschen schneller war als gedacht. Ich wusste, dass die Tür zugeht, ja. Ja, ich muss auch wissen oder sehen, dass da ein Tor ist. Oh, eine Melone. Na
Das siehst du, hab ich schon gut hingekriegt. Eine Beschwörergruppe. Cool. Was hat denn die drauf? Ach, schade. Da fehlt doch immer Abklingzeiten. Dann wäre die Beschwörergruppe übelst geil. Schön, so ist es ja. Sackgeiser. Na klar. Hä? Oh, jetzt löse ich noch ein Kreis hier. Ja. Versteht aber auch gerade nicht. Ach, müssen runter. Ach, echt? Einmal ringsrum laufen. Ah, okay. Das ergibt natürlich wieder Sinn. Wäre es lustig gewesen, wenn wir was rumgeflucht hätten. Ach, so eine Scheiße, das ist total verbuggt. Und naja, aber weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Ich hab noch keinen Kribo gesehen, ich weiß ja nicht, dass ich das sage, dann geht's meistens los. Die waren doch schon da oben. Echt? Ja, sorry, dass du da alleine drin warst. Ohne mich. Hat's da fast hingerafft. Ja, sorry, wie gesagt, hab ich noch nicht mitbekommen. Ach, da ist er noch. Ah, da ist er. Alleine. Und? So kurze. Wir müssen nicht auch mit dir zusammenarbeiten. Das muss man ja machen. Dann Panther irgendwie im, die anklicken, ja, die kommen. Oder Panthers befreien. Süß. Ja, hinten ist eigentlich noch einer. So kleine Panda. Oh, das ist geil gemacht mit dem Panda, das muss ich echt sagen. Das ist aber doch geil. Ja, ich glaube, man ist wärmer, ja. Hast du Schuss vor dem Kämpfi? Muss so schön zuhauen. Wie so lustig. Dann muss ich zurückhauen. Die muss ich aber. Oh, es geht doch. Ist da hinten in der Ecke noch irgendwas? So. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn wir schon mal in der Ecke sind, kann doch sein, dass da noch irgendwas. Cool, ich habe Level up gekriegt. Level up? Nee. Ja, das war's schon wieder. Jupp, das war's. Mann, sind wir gut. Wahnsinn. Cool. Kiste. Kiste? Dynamit. Ich wollte gerade sagen, was labert denn von Kiste? Kiste! Ach, schon wieder. Was? Ja, was haben wir denn hinten? Never dort Pandas retten. Also, Pumpas. Haben wir eigentlich schon das Geheimnis gefunden, ja, oder? Ja. Nein, noch nicht. Gut. Mal schauen, ob wir es finden. Wir überwuchern den Tempel, wo wir alle Zwillinge gefunden haben, wir wissen, dass wir es gekriegt haben, das ist geiler. Oh, nice. Glück gehabt. Oh, das Level macht auch Spaß. Also ich muss erst sagen, von den drei Leveln ist das erste der düster Dschungel irgendwie das, was mir so ein bisschen am wenigsten gefallen hat. Ach, hier links, von da aus.
Ich brauche erstmal die Panthers, nicht dass hier sowieso nicht weitergeht, ansonsten können wir nochmal zurückrennen. Glückwunsch. Du spinnst du. Guck mal, Kiel. Aber irgendwie die Herausforderung ist nicht mehr so richtig gegeben. Aktuell. Hätten vielleicht noch einen höheren Schwierigkeitsgrad einführen sollen. Sollen, ja. Das kommt auf die Wachtraube an. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück bei der, die Sackgasse, die da oben ist. Weil ich, oder? Ja, doch. Ja, so lang. Genau. Weil ich glaube, ist immer gleich fertig. Weil ein Komma aus der Finsternis. Ich vermute mal, das war's dann. Ach, da hinten ist ja dann auch noch eine S-Sackgasse, die wir gesehen haben. Ja. Ah, da ist so eine Truhe noch. Ups. Muss er nicht gleich sterben. Hä, wo ist eine Truhe? Ne, die andere Sackgasse da. Ach so, okay. Herrlich. Ja, mach trotzdem Laune. Du mit deinem Lama jedes Mal. Klar, Lama. Du Lahm-Arsch. Ist jetzt doch. Ach schön, Probe sind da ja. Ich weiß. Ja. Oh, eine Höhle. Ich wollte gerade sagen, du, da ist eine Kiste. Hast du nochmal Glück gehabt, dass es wirklich eine ist? Ich darf schon vor Ort stehen. Mal gucken, was haben wir denn hier drin? Erstmal hier hinten ganz kurz in die kleine Sackgasse. Ach nee, das geht gar nicht. Hä? Nee, da kommt man nicht hoch. Oder? Das auch nicht. Ach doch. Echt? Wie jetzt? Wie bist du da hochgekommen? Das Wasser rein, wie komisch. Ah, ja, jetzt hab ich's auch. Guck mal, was wir da rein. Oh, ich glaube, hier kommt ein kleiner Kampf. Ja. Ja, du musst dich teleportieren, Jens. Ich habe es immer so gemacht wie du, einfach in Luft. Yeah. Mir war schon klar, dass hier Kampfgebiet ist. Falls ihr tröstet. Meine Vermutung ist, wir laufen jetzt bestimmt entgegengesetzt. Dass das eigentlich das Ende war von der Höhle. Aber wir lassen uns überraschen. Ja, frage ich schon, ja. Oh, scheiß Spinnen. Habe ich auch das Gefühl, ja. Obwohl, es ganz schön viele Eingänge. Ach ja, doch, das ist der Eingang und Ausgang, genau. Genau, deswegen vermute ich mal, wenn wir jetzt hier. Das und da wird er. Wow. Mann. Hat sich voll gelohnt, aber Skype haben wir nicht gefunden. Interessant. Ja, mal gucken, wo was kommt. Ja, ich vermute mal, jetzt kommt dann hinten das Ende. Also, wenn wir durch sind, ist meine Vermutung. Oh. Deswegen. Aber es ist keiner gestorben, ist schon mehr erfolgreich. Ja, oh, muss mir auch sagen. Ja, will ich sehen, wie wir sie jetzt noch sterben. Warte mal, ich gehe mal schnell ganz hinten in die Ecke. Ich kann ja schon mal weiterlaufen, kannst du ja beamen. Ich teleporte mich. Beam up, Scotty. Hä? Toll. Warten. Ich habe mich hier rüber, aber ich kann mich da nicht mehr bewegen. Interessant. Ah.
Das Spiel ist ja verbuggt, Dreckspiel. Jetzt geht's wieder los. Nee. Trotzdem, also mir hat es echt Spaß gemacht, mein Koffer dann schon bis jetzt. Ah, ich glaube, da oben wird es zu Ende sein. Mein Komma aus der Finsterhöhle. Nee, doch nicht. Es geht weiter, cool. Wo sind die Pandas? Kommst du ja rausgenommen, so eine Struktur und weg, ja. Du hast gerade meine Pfeile geklaut, das weißt du. Was? Ja? Ob du das alleine oder? Nee, wenn der Pfeile liegen und da ist eine Truhe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es nicht eingesammelt habe. Du klar, komm mal hin, da haben die lachen da rum, du warst nicht da. Hä? Willst du mich verarschen? Cool, wow, bam, 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 bam. Ach, da ist unser Freund schon wieder. Na, oh, komm mal wieder da. Oh, jetzt habe ich mir die Pfeile gekrallt, die du mir geklaut hast. Dieb. Dieb. Jens, der Dieb. Tatsache. Die Leoparden greifen die Dings an. Wie heißt der Ozelotz? Ja, der Ozelotz, genau. Die greifen echte Krieger an. Hätte ich nicht gedacht. Dass deine Beobachtung mal hinhaut. Oh ja. Bin ich echt erstaunt. Was? Wo sind die? Achso, wo sind die Pandas? Wo sind all die Pandas hin? Gottes Willen, jetzt muss ich an das Lied aus meiner Schulzeit denken. Ja. Genieße die Party. Achso. Panda Party. Okay, ich dachte, die machen jetzt irgendwas, aber ne. Genieße die Party. Deswegen sagte ich ja, dass jetzt irgendwas kommt. Ich schaffe es bis zum Boot. Wow, was war denn das für eine Party? Das war echt komischerweise der lahmste Party ever. Das war echt der lahmste Party ever. Aber wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Wir sind die Nummer 2. Wir sind die Nummer 2. Ja, ja. War zwar ziemlich kurz gewesen von den ganzen Levels, hat aber Spaß gemacht. Ja, der war verdammt kurz, ja. Als erster düster Dschungel trinke. Ja, spätestens im Schnitt waren die anderen ja bei ca. 40 Minuten, 45 Minuten. Ja. Deswegen, na, mal gucken, was kriegen wir dann raus. Wow, wunderbare Weizen. 111. Verdorbener Samen. Ey, was für Samen? Verdorbener Samen. Sag mir gar nichts. Ganz voller Gift, verdorbener Samen, aus denen Ranken wachsen, die alles umschlingen und langsam das Leben berauben, was ihnen zu nahe kommt. Okay. Interessant. Ach, die Beschwörergruppe wäre so geil gewesen, aber da fehlt leider das ein oder andere. Das ist auch scheiße. Die Peitsche, ich weiß gar nicht, wie die Peitsche funktioniert. Aber selbst da ist nicht so berauschend. Hier war zumindest Crit drauf. Hm. Na, den wunderbaren Weizen kann man auch mal entfernen. So. Nee, war wie gesagt nicht schlecht gewesen hier. Ein tolles Level. Ja. Muss ich sagen. Müssen länger sein können. Ja, definitiv, aber trotzdem, im Endeffekt hat es trotzdem Spaß gemacht. Damit haben wir jetzt quasi die gesamte Insel abgegrast einmal. Ja. Deswegen dann mal schauen, was dann im schleichenden Winter kommt. Der soll ja im August kommen, soweit wie ich gehört habe. Okay, August, September, glaube ich. Irgendwie so. In der Dreh, also zeitnah, sagen wir es mal so. Da bin ich weiter gespannt, vor allem, wenn ich mir die Karte angucke. Kleines brennendes Häuschen da unten. Sieht auch interessant aus. Ja, mal gucken. Deswegen, da bin ich definitiv mal gespannt. Deswegen sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Oder wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann könnt ihr auch ein Abo da lassen.
Könnt auch mal in die Playlist reinschauen bei Minecraft Dungeons, die ich angelegt habe. Vielleicht findet ihr ja noch das ein oder andere Video von uns, was euch gefällt. Ja, ich sage danke, Jens, wie immer. Und ja, toll, dass du es freigeschalten hast. Und ja, dann. War nicht schwer. Okay. Stimmt, das Video hast du auch hochgeladen. Da werde ich dann mal dein Video noch hier mit verlinken, wie man das Level freischalten tut. Ja. Dann danke ich dir, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.